Für den Rückweg vom Nordpol haben wir nicht lange gebraucht. Was, Max? Wenn du meinst, Miss Daisy. Mit mir am Steuer hätten wir wahrscheinlich nicht einen ganzen Monat bis nach Hause gebraucht. Ich musste halt den DeSoto entwässern lassen. Darum hättest du dich auch vor unserer Abfahrt kümmern können. Irgendwer war nicht davon abzubringen, die Hudson Bay mit offenem Verdeck zu durchqueren. Was war das denn bitte? Wenn ich nicht ganz falsch liege, wird Sybil von einem bösartigen, halb empathischen, interdimensionalen Portal verfolgt. Ah. Hilfe! Glaubst du, wir sollten versuchen, ihr zu helfen? Wir haben gerade sonst nichts vor. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play Sam and Max. Jetzt sind wir hier bei Staffel 2, Episode 2. Moi Better Blues. Was für ein Name. Ich bin euer Theon und wir fangen jetzt mal an zu spielen. Also ich klicke als erstes mal hier die Zeitschrift an. Sittichaufstand niedergeschlagen. Aber ich habe den Verdacht, die Tauben führen immer noch was im Schilde. Ja, immer diese Vögel. Weihnachten gerettet. Santa für tot erklärt. Er ist nicht tot, er ist nur in der Hölle. Es ist vielleicht das Beste, wenn die Kinder glauben, er sei tot. Ja, schon, ne? Okay. Gehen wir mal beim Bosco rein, wir können hier scheinbar eh nichts machen. Hey Bosco, was weißt du über plötzlich auftauchende interdimensionale Portale? Ich höre so einiges. Wie sieht das Ding aus? 3 Seiten, rötlich, ist hinter Sybil her. Oh, dann hast du es mit einem Bermuda-Dreieck zu tun. Natürlich. Warum sind wir nicht draufgekommen? Warte mal, hinter Sybil her? Du meinst, es ist... Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Was hat das Bermuda-Dreieck denn hier oben verloren? Manchmal wandert es einfach gerne. Es sei denn, es wurde von IHNEN herbeordert. Von wem wurde das Dreieck herbeordert? Hab ich dir doch gesagt! Von IHNEN! Ich hoffe wirklich sehr, dass diesmal von den Riesenameisen die Rede ist. Riesenameisen? Die gibt's doch gar nicht! Ich rede von den rätselhaften Kabalen der Kontrolleure, die die Dreiecke als Portale für ihre dunklen Machenschaften benutzen. Ja, das leuchtet ein. Wenn bei dir in der Nähe ein Dreieck auftaucht, heißt das, sie kommen. Warum hat das Bermuda-Dreieck so einen Zorn auf all diese Boote und Flugzeuge? Oh, das Dreieck hat sich damit den Ruf versaut. Wissenschaftler meinen, solche Unfälle entstehen durch plötzliche, explosionsartige Methanemissionen. Wo wir gerade beim Thema sind. Nein, Max. Was, Sam? Ich wollte gerade sagen, dass man herausgefunden hat, dass viele Phänomene, die lange für übernatürlich gehalten wurden, sich ganz einfach erklären lassen. Nur ein Phänomen mit unglaublicher Kraft verblüfft die Wissenschaftler weiterhin und sträubt sich gegen jede rationale Erklärung. Welches? Max ist widerwärtig. Warum macht dich das Dreieck so kribbelig? Das ist ein schlechtes Omen, Jungs! Sie kommen uns holen! Ich werde mich noch mehr beeilen, meinen Notbunker fertig zu kriegen und ich rate euch beiden, das auch zu tun! Ist unser Notbunker fertig, Max? Er hängt etwas durch, aber versuch du mal so gut auszusehen nach 2 Kindern und der ganzen Jahrtausendwende-Hysterie. Oh Gott. Wie können wir Sybil helfen? Wenn man so ein Dreieck einmal an sich hat, ist es schwer abzuschütteln. Angeblich kann man sie dressieren, wenn man herausfindet, wie man mit ihnen kommunizieren kann. Okay. Wie können wir mit dem Dreieck kommunizieren? Sie mögen alles, was Symbole und Siegel sind. Und Sybils auch, wie es scheint. Die auch. Sie sind nicht sehr wählerisch. Alles mit der richtigen Form und Farbe interessiert sie. Bei pinken Rauten sehnt es sich zurück in die 50er Jahre. Bei einem roten Oktagon lässt es alles stehen und liegen, was es gerade macht.
Bei einem blauen 20-Flächner setzt es sich bei seiner Mama in den Keller und zeichnet Karten von Kerkern. Aber sie hören und sehen nichts. Also muss man ihnen Symbole zu fressen geben für das, was sie tun sollen. Ich weiß nicht, ob das jetzt an mir liegt, aber sieht Bosco nicht irgendwie seltsam aus? Kommt vielleicht noch daher, weil er im ersten Teil meistens noch einen Hut trug oder eine Perücke oder sowas. Aus der Perspektive sieht er aus, als hätte er eine vollkommen Glatze, so richtig komplett kahl. Wir würden gerne etwas kaufen. Ich hab's euch Trotteln doch gesagt. Der Laden ist geschlossen. Aber seit Wochen lechze ich nach einer Packung Fleischtörtchen. Das sind diese scharfen Bonbons, die ihre eigene Soße machen. Du musst uns helfen, Bosco. Hört auf, mich von der Arbeit abzuhalten. Der Bunker wird nie fertig, wenn ihr mich die ganze Zeit voll brabbelt. Okay. Du darfst den Laden nicht zumachen, Bosco. Alles, was uns etwas bedeutet, haben wir hier gekauft oder geklaut. Merkt ihr nicht, das Ende dreut. Hä? Ja, dreut. Wandernde Bermuda-Dreiecke, sonderbare Radiosendungen. Verstehst du? Das ist von IHNEN. Sie kommen. Ich muss hier weg, bevor es zu spät ist. Wo willst du hin? Oh, ihr hättet wohl gerne, dass ich euch sage, wo mein Notbunker ist. Auf keinen Fall. Ihr müsst mit eurem Geblödel aufhören und euch selbst einbauen. Das ist wie in der Fabel von der Grille und der Ameise, wenn die Ameise ein paranoider Wahnsinniger ist. Die grillen aber auch, wenn man sich's genau überlegt. Behalte den Himmel im Auge, Bosco. Immer doch. Ich sag, sein Bunker ist die Toilette. Weder das oder er bastelt sich aus seinem eigenen Laden einen Bunker. So wie das hier abgedichtet ist, kann ich mir das gar gut vorstellen. Bin ich oder... Ja, tatsächlich, die Fenster sind mit Alufolie verklebt. Oh Gott. Was hat er gesagt? Ein achteckiges Tetrapedron oder was? Sieh mal einer an, Jimmy Zweizahn. Wir haben uns gefragt, wo du abgeblieben bist. Was steht mir da so rum? Hört auf damit! Es hat schon Big Otis und T-Bone eingesaugt. Ah. Mal schauen, gehen wir mal ins Büro, vielleicht haben wir ja was. Wo soll ich jetzt so ein achteckiges rotes Schild herbekommen? Irgendwelche Nachrichten? Tatsache. Hallo Max, hier ist Max aus der Zukunft. Ich bin zurückgekommen, um dich zu warnen. Vergiss nicht die 12 Affen. Sag auch Sam einen schönen Gruß. Was war das denn jetzt? Ich mache ein 12-Affen-Chili. Und vergisst du sonst immer die Affen? Nein, ich vergesse nur, sie zu schälen. Aua. Ich möchte mit Mr. Max sprechen. Hier ist die Blutbank. Also, vielen Dank für die großzügige Spende, aber wir haben es eigentlich lieber, wenn die Leute ihr eigenes Blut spenden. Na toll. Und was sollen wir mit den ganzen Eimern voller Seemonsterblut jetzt anfangen? Wir könnten es für eine groteske Wasserrutsche verwenden. Großartige Idee. Wir nennen sie den Geburtskanal. Boah. Aber die müssen schon mal hier drin gewesen sein. Wegen dieser Elmo-Puppe. Gott verflucht. Wir können Quälmich Elmer nichts antun, was ihm nicht schon angetan worden ist. Ja, wir waren recht detailverliebt gestern Abend. Ihr wart doch bis gerade eben noch unterwegs, oder nicht? Sehr merkwürdig. Und sie haben selbst den Nordpol mitgebracht. Schlimm genug, dass Schneetreiben und Rauschen gesendet wird, weil es Kosten senkt. Aber jetzt zeigen sie auch noch Wiederholungen. Ich habe die noch nicht gesehen. Verrate mir nicht, wie sie ausgeht. Ja, das kommt davon, wenn man kein, wie heißt das nochmal, Antenne dafür hat. Flints Büro wirkt so leer ohne ihn. Ich auch. Ich liebe diesen Typen wirklich. Ich würde mal wissen, können wir, haben die jetzt eigentlich noch was mitgenommen? Ja, die Box-Betty-Puppe. Leonard sieht erstaunlich gesund aus für jemanden, der seit 6 Monaten in einer kleinen Kammer ist. Ich habe ihn gefüttert. Ach, du alter Softie.
Ich musste irgendwie diese ganzen Spinnen loswerden. Oh Gott. Dieser kleine Bär erklärte uns, dass die größte Macht überhaupt das Hypnotisieren ist. Stärker als Liebe? Was glaubst du denn, was Liebe ist? Das Unheimlichste an Brady Cultures Haaren ist, dass sie immer noch wachsen. Lol. Das ehemalige Staatsoberhaupt. Mit dieser Brille hatten wir Zugang zur Realität 2.0, bis wir sie kaputt gemacht haben. Und überhaupt alles. Ferngesteuerte Faustschläge vom Feinsten. Okay. Die Hand, mit der Jesse James früher geschossen hat. Hey, ich auch! Dieses Fingerfarbenbild kommt mir erstaunlich bekannt vor. Ich glaube, es liegt am Dollarkurs und an einem griesgrämigen Senator aus Kentucky. Lol. Wir borgen uns das aus der Weihnachtswerkstatt, bis Santa zurückkommt. Was glaubst du, wann er wieder aus der Hölle kommt? Wahrscheinlich kurz nachdem sie zugefroren ist. Oh, Jesus im Himmel. Machen wir mal weiter. Okay, gehen wir mal in die Richtung. Na, fragen wir mal die Leute aus dem Sack. Hallo, Sack. Wie läuft der Autohandel? Hallo, wir arbeiten gerade an... Hallo, wir arbeiten gerade an der aller... Hilfe! Mensch, Mädel, beruhig dich! Tut uns leid, wir können Ihr Anliegen leider nicht bearbeiten, bis Sie das Geräuschproblem behoben haben. Mensch, Mädel, beruhig dich! Was für ein... Der beste Satz bis jetzt. Haus, verdammt, blöder Fleck! Hallo, Stinky. Oh, ihr seid das, Jungs. Hank und Jethro, richtig? Sam und Max, genau genommen. Und was macht ihr so? Was? Ich war gerade dabei, etwas sauber zu machen. Wenn das ein Blutfleck ist, solltest du auf jeden Fall Bleiche benutzen. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Sieht wirklich ein bisschen aus wie ein Blutfleck. Guck mal, Max. Da ist Flint Paper, unser Nachbar. Hi, Leute. Haltet mal den Ball flach, okay? Ich versuche gerade, jemanden zu beschatten. Oh Mann, echte Detektivarbeit. Wen bespitzelst du? So eine Hackfresse mit Namen Bosco. Er fühlt, dass er sich die ganze Zeit beobachtet und voll paranoid und jetzt wird er tatsächlich beobachtet. Kann ich mir dein Schild ausleihen, Stinky? Das ist ziemlich wichtig. Gut, okay. Aber bring es wieder. Es ist ein Nationalerbe. Das ist das Stoppschild, das die Ermordung von Kennedy hätte verhindern können, wenn Connelly es beachtet hätte. Lol. Warum spionierst du Bosco hinterher, Flint? Für einen Kunden, Sammy. Sie meinte, sie wäre die Mutter des armen Irren. Das war eine echte Kein-Quatsch-Jetzt-Dame. Mit Bein bis hier. Haarige Beine, aber immerhin. Lol. Wie läuft's beim Spitzeln? Wird interessant, Jungs. Vielleicht bekommen wir Bosco gleich zu sehen. Ja? Der verhält sich verdammt verdächtig. Ach, das ist doch nur Bosco. Der verhält sich immer verdächtig, das ist normal. Quatsch mal mit Stinky. Stinky stinkt. Was machst du da sauber? Ist das ein Blutfleck? Sei nicht lächerlich. Blut. Du tust so, als hätte ich Stinky umgebracht oder so. Opa Stinky. Oh Mann, große Intrige. Das ist einfach nur die Kirsch-Tomatensauce. Für den Fleischklops, Bananensplit, Auflauf, italienischer Art. Na, das klingt aber lecker. Was ist eigentlich mit dem alten Stinky passiert? Er ist in Rente gegangen, ging auf eine Kreuzfahrt rund um die Welt. Stinky hat Reisen gehasst und Wasser auch. Und die Welt. Naja, dann hat er wohl seine Meinung geändert. Wollt ihr zweimal was bestellen oder wie?
Was macht Flint Paper denn hier? Ich wollte euch beide dasselbe fragen. Er ist schon den ganzen Morgen hier. Macht es dich nervös, dass drei Meisterdetektive in deinem kleinen Laden rumschnüffeln, Lady? Erzähl keinen Quatsch. Ich muss nur eben ein paar Sachen aus der Gefriertruhe wegräumen. Aber dazu komme ich nicht, wenn ich ihm ständig Kaffee nachschenken und seinen Aschenbecher leeren muss. Lol. Wenn du das nächste Mal von ihm hörst, sag Opa Stinky einen Gruß von uns. Oh, ich glaube nicht, dass wir jemals wieder etwas von ihm hören werden. Weil du ihn auf die lange letzte Reise geschickt hast? Nein, weil er ein Geizhals war und ich es ablehne, Ehrgespräche anzunehmen. Was ist los mit euch Jungs? Ein rotes Dreieck ist hinter Sibyl her. Dreieck? Naja, mein Ding ist das nicht. Ich habe mich mehr auf runde, interdimensionale Portale spezialisiert. Du bist vom Fach. Ja, Stinky, du bist Fachmann für Portale, genau wie Präsident Max ein Fachmann für Diplomatie ist. Risiko ist eher mein Fach. Was ist das Tagesmenü? Ach, nur ein Sandwich, das ich mir im Jahr 2000 schnell für den Camp David Nahostgipfel gemacht habe. Roastbeef, Munsterkäse und eine dicke Scheibe Granit auf einer Lage Sauerteig. Nichts Besonderes. Eine dicke Scheibe Granit? Ja, weißt du, damit es mehr Biss hat. In der Kinderspeisekarte wird sie durch eine Scheibe Basalt ersetzt. Das können die Kleinen besser verdauen. Wir möchten gerne bestellen. Wir hätten gerne das Tagesmenü. Na klar, Granit-Sandwich kommt gleich. Lol. Da ist tatsächlich Granit auf dem Sandwich. Ich wollte das andere Tagesmenü. Oh, tut mir leid, aber das ist nur für Kinder. Hat die Ernährungsbehörde bestimmt. Nein. Max hätte gerne das Angebot für Kinder. Das ist nur für Kinder. Aber ich habe den Wunderglauben eines Kindes. Hey, ich habe die Bestimmung nicht gemacht. Okay. Wenn ich genau überlege, bin ich gar nicht so hungrig. Wenn du meinst. Hast du eine Idee, wie wir Sibyl helfen könnten? Lasst euch nicht mehr mit diesem Lincoln blicken. Wir meinten eher kurzfristig, aber danke. Tschüss, Stinky. Haben wir jetzt echt das Sandwich drin? Ja, tatsächlich. Just sit down. So. Die müssten ja eigentlich gleich wieder vorbeikommen. Hoffe ich jedenfalls. Ja, tatsächlich, da. Oh, es hat angehalten. Und wieder ein Fall gelöst. Hat da jemand geschrien? Geht's dir gut, Sibyl? Meine... Wow, was ist das? Ich bereue dich! Nein! Sei stark, mein Marmorstein! Ich rette dich! Wie schon gesagt, wieder ein Fall gelöst. Und mit nur minimalen Verlusten. Was meinst du, ist auf der anderen Seite, Sam? Oh, ich weiß nicht. Wahrscheinlich eine furchtbare Paralleldimension, die von irrationalen alten Göttern beherrscht wird, die Chaos in unsere Welt bringen wollen. Willst du reinspringen? Du kannst Gedanken lesen, Sam. Oh Gott, ich hoffe nicht. Immer der. Oh. Moja Peter Blues. Könnt ihr es mal selber lesen? Die Aussprache ist die Hölle. Warp TV. Spielzeugmafia. Präsident Max. Einhorn. Wanze, Weihnachtsmannplatte und Brady Carlton. Direkt zwischen die Augen. Oh yeah. Es ist hier tropischer als erwartet in so einer furchtbaren Paralleldimension. Hilfe! Helft mir! Hilfe! Ach, du großes Baby. Aber ich bekomme so schnell Sonnenbrand auf der Nase.
Das hole ich dir später. Oh, hallo, Sam und Max. Macht ihr auch hier Urlaub? Urlaub? Wir sind hier, um dich vor den unvorstellbaren Schrecken auf der anderen Seite des geheimnisvollen Portals zu retten. Du hättest uns wenigstens den Gefallen tun können, gepfählt worden zu sein oder sowas. Geh mal zur Seite, Harvey. Du stehst mir in der Sonne. Danke, Jungs, dass ihr euch Gedanken um mich gemacht habt. Aber es ist super hier. Wie heißt das hier noch? Rapa Nui? Rapa Nui. Das Zentrum aller paranormalen Geschehnisse im Südpazifik. Gemeinhin bekannt als die Osterinsel. Denn wenn man hier abreist, will man 3 Tage später unbedingt wieder zurück. Abe und ich fänden es toll, wenn wir etwas Zeit für uns alleine hätten. Mit Betonung auf alleine. Endlich ist jemand gekommen, um uns von der alten Prophezeiung zu retten. Hey, die können sprechen? Oh oh, Sam. Alte Prophezeiung kann nur 2 Dinge bedeuten. Langwierige Vorgeschichten und Arbeit, für die wir nicht bezahlt werden. Hören wir es uns an, kleiner Freund. Na gut, vielleicht haben diese Riesensteinköpfe etwas Interessantes zu sagen. Was hat das mit der Prophezeiung zu bedeuten? Die Alten haben es vorhergesagt. Das ist das Ende unserer Zivilisation. Aber ihr könnt die Prophezeiung abwenden und uns alle retten. Okay. Riesige quatschende Steinköpfe, ein brennender Vulkan, Sibyl und der Kopf von Abraham Lincoln picknicken und irgendeine krass alte Prophezeiung und das Ende der Welt. Ja, die Folge hat so ziemlich alles, was man braucht. Außer schöne Frauen. Mir fehlen hier die schönen Frauen. Das muss ich sagen. Was soll laut Prophezeiung denn genau passieren? Die Schnitzer sagten ein goldenes Zeitalter von 1000 Jahren Frieden voraus. Und danach eine furchtbare Katastrophe. Der große Vulkangott Rana Kao würde wieder erwachen und feurigen Regen auf die Insel fallen lassen. Unsere prächtige Zivilisation würde damit enden. Heiße Sache! Das klingt so, als hätten wir hier die coolste Zeit erwischt. Sag ich ja, alte Zivilisation, Vulkan, der ausbricht. Es fehlen hier nur noch die schönen Inselfrauen. Aloha, hey, möglichst oben ohne. Was meint ihr, sollen wir tun? Ihr müsst den Rana Kao daran hindern, auszubrechen und uns alle zu vernichten. Was für Wunsch! In den Legenden ist von einer geheimen Höhle unter der Insel die Rede, in der die alten Schnitzer eine Vorrichtung gebaut haben, um den Vulkangott zu besänftigen. Na, Kumpel, Lust auf etwas Höhlenforschung und Vulkangott-Besänftigung? Wenn du unter Besänftigung verstehst, das Magma aus ihm herauszuquetschen wie Zahnpasta aus einer malträtierten Tube und mit Höhlenforschung wirklich Höhlenforschung meinst, dann ja. Lol. Wir übernehmen den Fall. Iorana. Was heißt das? So wie das Wort Aloha aus Hawaii kann es viele Bedeutungen haben. Hallo, auf Wiedersehen oder wie in diesem Fall, wir werden euch nicht bezahlen. Gamla ist wirklich eine Sprache, die jeder versteht. Wer seid ihr überhaupt? Wir sind die Moai, die Wächter des Inselgeistes, die Hüter der Urkraft. Klingt entweder wie ein gutes Progressiv-Rock-Album oder wie eine schlechte Trickfilmserie. Ich habe die Kraft des Windes in meiner Macht. Ach was? Na ja, früher hatte ich mal den Wind in meiner Macht. Jetzt ist das nicht mehr so. Okay. Wo ist diese uralte, geheime, unterirdische Höhle? Das ist geheim. Bleib mal locker, Steinklotz. Wir fragen den in der Mitte. Leider hat er recht. Der Eingang zur Höhle ist geheimnisumwittert und der Weg dorthin von Gefahren gesäumt. Gesäumt von Gefahren oder einfach voller Gefahren? Sowas müssen wir wissen, um da reinzukommen. Vollkommen egal. Ihr werdet die Höhle nie finden. Hm. Was sollen eigentlich die ganzen Dreiecke hier? Die Alten haben die benutzt, um die heiligen Steine zu bewegen und damit durch die ganze Welt zu reisen. Und für ein paar Scherze. Die waren aber nicht lustig.
Hast du schon von plastischer Nasenchirurgie gehört? Was meinst du damit? Ach, nichts. Es freut mich, dass du nicht an die herkömmlichen Schönheitskonventionen gebunden bist. Ich sehe eben aus, wie die Schnitzer mich gemacht haben. Wenn du Macht über den Wind hast, dann zeig uns mal, was du kannst. Ich bin gerade nicht in der Stimmung. Nicht in der Stimmung? Komm schon, mach uns einen Taifun. Ich glaube, ich bin einfach nicht in Form. Ich weiß nicht. Steht sonst noch etwas in der Prophezeiung? Ach, es gibt da drin ein ziemlich gutes Rezept für Basalt-Brownies. Aber der Vulkanausbruch und das Ende der Zivilisation sind die interessantesten Stellen. Okay. Kopf hoch. Max und ich werden rausfinden, wie sich der Vulkan aufhalten lässt. Prima. Dann können wir uns wieder um unsere wichtige Aufgabe kümmern und bewegungslos hier sitzen und vor uns hinstarren. Wenigstens können wir uns auf etwas freuen. Oh Mann. Na gut, Leute, das war's für die erste Folge. Die ist ein bisschen länger geworden als ursprünglich geplant. Aber wer hätte schon gedacht, dass das alles zu einer riesigen Quatscherei wird, ne? Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, gebt einen Daumen nach unten. Wenn nicht, schreibt was Nettes in die Kommentare, abonniert mich, teilt meine Videos, werdet Videolieferanten. Okay, ich bin euer Theon und wir sehen uns im nächsten Part von Sam & Max Moi Better Blues. Was für ein Name. Bis dahin, ciao.